Hallo und willkommen bei Corpus Motum, ich bin Patrick Rudolfer, euer Coach und Physiotherapeut. Das heutige Thema Müßiggang statt Optimierungswahn. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Jahren einige Male die Wette laufen gehabt, in ein paar Wochen ein Sixpack zu kriegen, habe es dann nicht ganz geschafft. Ich war da schon ziemlich herunter mit dem Gewicht. Sixpack kriegst du eigentlich nur, indem du wirklich die runtermagerst bis zum Gehtnimmer oder wirklich wie ein Wahnsinniger trainierst und achtest wie ein Wahnsinniger auf die Ernährung und so weiter und so fort. Jetzt hat ein Mit-30er heutzutage, wenn er nicht voll im Training ist, sicher viel zu tun. Haus, Familie, Beruf, Firma aufbauen, im Job viel zu tun, zu Hause Haus bauen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Zeit ist reif und es ist gut für etwas Müßiggang. Das heißt, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich Pause, jetzt komme ich heim, dann mache ich auch die Pause, gehe einmal spazieren, setze mich einmal hin und betrachte einfach die Natur oder gehe einfach durch den Wald spazieren. Wenn ich mir dann überlege, okay, passt, eigentlich müssen wir mich bewegen auch ein bisschen, das ist ja unser Thema von Corpus Motum, dass wir sagen, okay, wenn wir schon im Büro sitzen wie die Wahnsinnigen, dann können wir uns zwischendurch wenigstens die 5 Minuten eben einmal durchbewegen, einmal schauen, dass wir gerade stehen. Allein das gerade stehen ist schon anstrengend genug. Zum Beispiel eben zwischendurch einmal aufstehen. Ihr könnt es einfach wirklich schauen, dass im Büroalltag schon ein paar Übungen macht. Da kommt es ein bisschen in Schwung. Und dann habt ihr daheim wirklich Zeit zum Ausrosten, zum Entspannen, zum Gedanken fliegen lassen. Ein anderes Video zu dem Thema mit Achtsamkeit, was wir dann auch jetzt eben auf unserem Channel haben. Da haben wir auch ein paar Tipps in die Richtung geben, tut das Handy weg. Ist eh immer mehr in aller Munde, dass man sagt, okay, eben soziale Medien weg am Wochenende oder sonst was. Ich habe es probiert in den letzten Wochen, Monaten, wirklich am Wochenende das Handy wegzutun. Jetzt im Urlaub, den ich gerade gehabt habe, Gott sei Dank, auch das Handy so gut wie möglich weg. Die wichtigsten Nachrichten eben kurz durchschauen. Also Bürojobs ist klar, ihr kriegt es dann viel anfangen, aber wie viel ist wirklich wichtige Information oder ist von den E-Mails her, die zu beantworten sind und wie viel ist trotzdem Spam, Werbung, irgendwas. Wenn ihr überlegt, dass früher mal das wirklich so war, dass wenn es einen Brief gekriegt hast oder Antwort gegeben hast, hast du teilweise 3 Wochen warten müssen, also müssen, dass du es zukriegst oder sonst was. Und heute muss es gestern schon wieder zurück sein. Das Tempo machen wir trotzdem wir. Das heißt, probiert es ein bisschen alle runterstoppen. Es muss nicht sein, dass wir wie die Wahnsinnigen rennen und dabei krank werden. Okay? Deswegen mein Plädoyer für etwas Müßiggang in einer sehr stressigen und sehr getakteten Zeit. Macht das, was als Jugendliche gern gemacht habt, oder etwas, was euch einfach Freude macht. Der eine geht gern fischen, der andere geht halt gern am Golfplatz. Freilich, dann sagt man, okay, man hat die Zeit nicht fürs Skifahren, fürs Wandern, man hat die Zeit nicht. Okay, dann gehe ich halt einmal eine halbe Stunde, 20 Minuten, Viertelstunde. Wenn ich nur einmal ein paar Schritte ausgehe und wieder zurückgehe, dann komme ich auch wieder in einen Rhythmus rein. Es muss ja nicht diese 10 Stunden sein, es können ja auch einmal 10 Minuten sein. Und dann kriegst du auch schon wieder die Freude. So viel von meiner Seite in diese Richtung. Ich werde euch dann sicher noch ein paar Videos in diese Richtung auch geben noch. Abonniert den Channel, wenn euch diese Videos gefallen. Rund ums Büro sind wir euer Ansprechpartner. Einfach aufs Abo unten drücken und dann kriegt ihr immer wieder mal Videos in die Richtung. Passt. Ich bin euer Coach und Physiotherapeut von Corpus Motum, Patrick Rudolfer.